ist. Aha! Was? Party? Wer? Wann? Wo? Hier? Was? Ach, Huggy! Ah! Ich auf Twitch unterwegs. Ach, kam da ein Hole? Yes, es Gott im Himmel. Hi, Maha. Raid Party! Ja, geil. Hast mal die ganzen englischen Leute rübergebracht. Hi, Gerald. What's up? Jetzt muss ich ja hier zwischen Deutsch und Englisch hin und her schmecken. Ja, geil. Na, wie war dein Stream? Hab's leider nicht mehr geschafft reinzugucken. Na, Leute, was geht? Ja, nein. Yeah, Carol, kinda. Huggy can correct you. Ach, der Maha folgt mir jetzt auch auf Twitch. Nice. Da, all die Follows. Vor allen Dingen, jetzt fällt mir wieder auf, aber das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass der Twitch-Alert halt überhaupt nicht passt. Eieieiei. Aber da ihr gerade auf Twitch drüben seid, hat der Restream-Bot das rübergepackt mit dem Gedönster, hier dem Patreon-Link? Weil das hat nämlich vorhin nicht geklappt. Ich habe das mal umgestellt darauf, dass nicht der Bot das schreibt, sondern ich. Damit es auf Twitch relayed wird. Nice. Geilo. Ja, Hagi, erzähl mal, wie war dein Stream? Nice. Überall sehen sie alles. Hagi, wie war dein Stream? Lodder, wie geht's dir? Ramen Girl, guten Tag. Und Maha, wie geht's dir? Wie geht's der Family? Na, natürlich willst du das alles sehen. So. Und hat aufs Maul gekriegt oder zahlen sich die Trainingslessons mal aus? Das ist ein bisschen zu hoch. I can't believe the council ignored all the evidence against Saren. Ah, das hört man doch gern. Und wie sind die Nächte? Oh, so now we just chase leads while this smug Turian runs around with his guests. I hate politics. So, Carol, what is like on Grand Blue? Sucking, winning, both. Something's in the airlift. Great. Ah, okay. Maha, warum musst du nur am WE raus? Ist gerade Urlaub oder Elternzeit? Was ist denn am Wochenende? Was geht denn hier ab?
You're creating a public disturbance. It's against Citadel regulations. This one is unsure why the other would not wish word of the Enkindlers to be spread. Ach so. Ach so. Ja, keine Ahnung, mein Problem war häufig, also weniger häufig als gedacht, aber dass ich halt nicht wach geworden bin. Aber beim ersten Kind war ich eigentlich relativ viel wach nachts. Beim zweiten weniger, weil der wurde halt gestillt. Der erste hat halt einfach nur aus der Flasche getrunken, das konnte halt auch ich machen. Aber beim zweiten... ich meine, ich habe zwar hier auch gut Oberweite, aber da kommt nichts raus. Do you desire to learn war ich etwas weniger hilfreich. Or has the honorable CSEC officer enlisted assistance? Wird die Kleine auch gestillt? Wobei, ja gut, Hagi, es kann nicht jeder so laktieren wie du. Ja. So. Ja, Spendenziel. Genau. Aber mittlerweile sind die ja eh aus dem Alter raus. Und ob ich noch ein weiteres Kind will, boah, frag mich in 10 Jahren nochmal. Jetzt freue ich mich erstmal, dass die Nächte eigentlich wieder normal sind. Ja. Weiß ja, ne? Der Haki spritzt gerne in den Mund. So, was nehmen wir denn hier? What's the problem having... What are you doing? Are you allowed to preach here in the Presidium? The words this unworthy one speaks are merely observations of the truth. The CSEC officer requests that this one purchase... Ja, stimmt, Rahmen. Ja, hab ich auch gesehen. Es gibt nicht nur so Umschnallfläschchen, es gibt tatsächlich auch so Umschnallbrüste, wo man dann die Milch drin haben kann. Ich meine, what? Aber gut, jeder so, wie er es braucht, ne? Ah. So, wir werden erstmal investigaten. Bevor wir ihn zum Teufel jagen, weil Arschloch-Modus. Wir gehen full Renegade. Is universal. This one humbly believes that the truth should not be suppressed. Hagi, wann kommt dein drittes Album raus? War das nicht irgendwie demnächst? So you're breaking the law by preaching without a permit right now? The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden and preaching anywhere nice. On the Citadel requires a permit. Tatsächlich habe ich vorhin zum Streamstart hier aus Volume 2 einen Song laufen lassen. Ich würde es jetzt immer machen. Irgendwie ein... Was? Bitte, Alter. Ja, was? 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 Ja, das liegt daran, dass ich offenkundig mich noch nicht um die ganzen Twitch-Alerts gekümmert habe. Das sieht man allein schon daran, dass der Follow-Alert halt totaler Crap ist. Ich muss da echt nochmal ran. Das ist jetzt halt alles auf... Mixer eingespielt. Ah. Jetzt muss ich auch noch Dinge tun. Who are the Enkindlers? Kann man hier nicht einfach streamen? Nee, da muss man jetzt auch noch hier Alerts einrichten. The Enkindlers raised the Hanar from ignorance into consciousness. Frech. By granting this one's people the gift of speech. So. Und tschüss. This is the Presidium, not a church. Evangelize somewhere else. This one's beliefs will not be suppressed. If others wish to try, they are welcome to do so. Das ist vor allen Dingen halt einfach so unglaublich geil. Dadurch, dass der Restream-Bot ja alles warte mal, ich zeige euch das mal kurz rüberholt, ne? Das sieht halt einfach so lächerlich aus.
Weil ich halt einfach überhaupt nicht. Also gut, klar, den Rage-Emote von Kotletti, den kenne ich. Ich glaube, den kenne ich auch. Den kenne ich, da weiß ich auch, wie er aussieht. Da, den kenne ich auch. Von der Lotta, den kenne ich auch. Also, ich stelle mir eure Emotes, die ich hier nur lesen kann, bildlich vor. Ja. Ach. Gut, ich könnte auch einfach in den Restream-Chat reingucken, weil da sind sie drin. Nicer Scheiß. Vielleicht mache ich das einfach mal. Ich packe den Restream. Ja, außer du kommst jetzt hier natürlich mit irgendwelchen Kack-Emotes an. Ja, hier von hier bei der Twitch-TV. Ne, das Grinsel. Danke für den Follow, Ramen Girl. Seht ihr? Jetzt schon wieder so ein Kack-Scheiß-Alert. Okay, ich werde mich morgen erstmal dran setzen und die ganzen Alerts aufräumen. Und dann kriegt die Lodder ihre Bits zurück. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Ich meine, wer steht nicht auf dem Bühnen? einfach nur, weil Rahmen geil sind. Und vor allen Dingen von den Instant-Rahmen finde ich ja die Nissin-Nudel-Cups am geilsten. Wobei es gibt Thanks a lot, Carol. See ya, have a nice day. Reading us soon. Es gibt noch eine Sorte, das sind so koreanische Nudeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Wisst ihr, das Witzige ist, wenn jemand so häufig ja schreibt, da ich früher viel mit Chilenen zu tun hatte, und die Spanier ja quasi das J als Ch aussprechen, die lachen ja so. Ich kann es immer nur noch als Lachen lesen. Das hat mich total versaut. Also, wenn ich mehr als ein Ja sehe, dann ist es für mich immer Lachen. Warum auch immer. Scheiße, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, auf jeden Fall, es gibt noch so koreanische Ramennudeln, die sind so großen Papppötten drin. Die sind noch ziemlich geil. Das sind so die zwei einzigen Cup-Nudel-Ramen-Dinger, die ich gern esse. Also die von Nissin und diese komischen koreanischen. Ja, servus. Na, ist fit. Schneider auch mal wieder rein. So, was war denn das jetzt? That Hannah refuses to listen to reason, why can't it act in an orderly, lawful manner? Ramyun. Ja, Feierabend ist doch immer geil. Ich google gleich. Jetzt muss ich erstmal. So, wir sind Badass unterwegs, also machen wir den hier. Because it's a big, stupid jellyfish. How can I convince my superior that I deserve a promotion jellyfish. If I cannot convince this annoying jelly to leave? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. But why? investigate. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in ja, the ne? The license. Hat alles wunderbar funktioniert. Torben hat sich über sein Geschenk gefreut, Becky hat sich über das Geschenk gefreut. Und Muttertag haben wir eigentlich hauptsächlich gechillt, weil... Gechillt?
Ja, aber jetzt ist erstmal wieder eine Weile Ruhe. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the Jelly, but my superior has requested that I find a solution that does not anger the Hanar. Ja, ich weiß nicht, die Funkgeräte sind auch ziemlich cool. When they feel their religious beliefs are aber suppressed. Sie sind auch ein bisschen zu klein, also sie verstehen es noch nicht so richtig, aber war auf jeden Fall ein cooles Geschenk. Hat sich sehr gefreut. Ich bin immer die ganze Zeit rumgelaufen. Mein Handy! Handy telefonieren! Papa, Handy! It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. Sonst hätte ich es ja mal kurz zeigen können. Ach ja. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit leads out undesirables. Ganz kurz, dann kann ich nach den Rahmennudeln suchen. Dann wissen wir's. Battleground for a religious war. So, Arschloch-Move again. If you can't solve this problem, you don't even deserve to be in C6. I didn't ask for your help, human. I can deal with this myself. Nice. Gut, ich finde es aber echt schade, dass wir keine Renegade-Punkte dafür kriegen. Ich meine, hallo, ich beleidige alle Leute hart. Das muss doch irgendwie auch gewährleistet werden. Ja, das wäre sehr schön. Da würden wir uns echt freuen. Also ich meine, ihr könnt sowieso immer vorbeikommen. Ich meine, ich fahre halt einfach nicht knapp 800 Kilometer mit zwei kleinen Kindern in der Gegend rum. Das Längste, was die aushalten, sind 3,5 Stunden und das war schon echt krass. Also da mussten wir schon echt viele Pausen machen. Also die Fahrt von 3,5 Stunden hat sich durch die Pausen auf knapp 5 aufgebläht. Ja, also da bin ich ja fast eine Woche unterwegs, bis ich zu euch hochfahre. So, jetzt hier Korean Cup Bulls. Welche gibt's denn da? Jo, du, ich hab da null Stress mit. Wenn die meinen, dass sie nicht hier runterfahren müssen, dann sollen sie halt nicht hier runterfahren. Ich werde halt auch nicht hochfahren. So. Ja, das muss doch hier irgendwie. Oh, klar, die Nissin-Höhlen, das ist soweit richtig. Aber die sind ja eher japanisch, die meine ich nicht. Kaufland gibt sie, glaube ich. Instant. Ah, Mr. Min war es, genau. Die da. Wenn das Rahmengirl noch zuhört. Die gibt's auch in hier Rind, Chicken und ich glaube einfach nur Gemüse. Die sind geil, die sind lecker. Also die. Nice. Warum auch immer du wieder ins Englische verfallen bist. Wir sind hier nicht in deinem Channel. Aber du kannst auch gerne weiter auf Englisch schreiben. Ich werde einfach nur auf Deutsch antworten, weil ich hart ignorant bin. Ja, gell, wenn man einmal so in dem Mode drin ist, dann ist es schwer, wieder rauszukommen. Dann ist es echt schwer, wieder rauszukommen. Das ist ja eh das Geilste, ne? Also, mir persönlich schmecken sie. Ja, du, ich bin den ganzen Tag auf englischen Servern unterwegs, also ich habe den Twist quasi die ganze Zeit. Bei mir ist das manchmal so krass, dass ich sogar auf Englisch träume.
Genau. Der größte Gag ist ja, weshalb ich euch das zeigen kann, Streamlabs verweigert ja hart, dieses Spiel zu tracken. Ne? Also, was hab ich jetzt wieder gemacht? Das Spiel kann nämlich hier in den Graphics halt auch nur unterirdische Auflösung. Ich meine, meine Güte, was sind das für Auflösungen? Dann ist mir wieder eingefallen, das Spiel ist halt uralt, ne? Und, ja, also, Genius. Jedenfalls habe ich jetzt die Auflösung hier genommen, weil das irgendwie die geilste war. Und damit ich das jetzt streamen kann, bin ich hingegangen und habe quasi ein Screen Capture gemacht von meinem kompletten Monitor und den so weit gecroppt, dass halt gerade so das Fenster da drin ist. Like. Ja. Und jetzt musste ich, als ich habe das ja heute Mittag schon mal gestreamt und als ich jetzt das wieder angefangen habe zu streamen, musste ich das Fenster wieder in den Bereich reinrücken per Maus, damit man es gerade so wieder sieht. Ne? Also es ist total behämmert. Ja, ich weiß nicht, Rahmengör, weißt du, zum Pimpen von den Cup Noodles bin ich irgendwie zu faul. Das Einzige, was ich mache mittlerweile, ist mir immer so... Ich habe ständig Lust auf Ramen, wenn dir das hilft. Ich habe das Einzige, was ich momentan mache, ist, ich mache mir in die Cup Noodles von Nissin immer ein Ei rein, das ich vorher halbiere. Jo, mach's gut. Hause rein, geh ein bisschen grinden. Ja gut, es ist ja schon 23:30. Also ich meine, ich habe Urlaub. Aber die Kids werden eh wieder so um 5 Uhr wach. Also ich denke so längstens bis um 1. Wenn ich cool drauf bin, vielleicht bis um 2. Aber viel länger wird es auch nicht. So, genug gequatscht. Alter, du hast echt kein Leben neben D3, ne? Also, ich weiß gar nicht. Hast du mich nicht irgendwie auf Paragon 1000 mal gezogen oder so? Ich habe das schon so lange nicht mehr angeschmissen, das Spiel. How can I convince my superior that I deserve a promotion if I cannot convince this annoying jelly to leave? Ja gut, ich meine, Season war sowieso das Einzige, was einen noch irgendwie dazu bringt, Diablo zu spielen. Ich meine, der Rest ist ja tot. Und ohne Witz, was haben sie jetzt gemacht? Die werden Diablo 4 hart verkacken. Ja, weil es einfach hart und verkackt wird. Und, ja, okay. Und jetzt habe ich gelesen, dass ein Diablo 2 Remaster rauskommen soll, aber nicht von Blizzard. Ich meine, wer hat eigentlich Activision in den Kopf geschissen? Die machen das komplette Franchise so hart kaputt, ist echt nicht mehr feierlich. Also, total bescheuert. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, mehr kannst du Diablo echt nicht mehr machen. So. The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden. And preaching anywhere on the Citadel requires a permit. This one humbly submits that it is not preaching to state the truth of the Enkindlers, and thus no permit should be necessary. Danke für den Host, Schlesier. Na, wie geht's euch? Ich weiß gar nicht, was habt ihr gespielt? Habt ihr wieder hier, na, wie heißt's? Die Ice Trucks gespielt. Heißt es Ice Trucks? Das hat, also, du weißt, was ich meine. Ich sehe es doch die ganze Zeit. Danke für den Host, Henriksen. Wie geht's euch? Das habe ich schon gefragt, ne?
Und da kommt der Treffi nochmal mit einem Mudrunner. Ach, und Forza Horizon. Forza, das wollte ich mal noch probieren, ob ich das wieder installieren kann, jetzt wo mein Rechner wieder updatet. Das könnte sein. Danke für den Hinweis. Ich sollte nochmal checken, ob ich Forza installieren kann. Ja. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Please let this one know if success is achieved. Okay. Und war es erfolgreich? Hat Spaß gemacht? Mudrunner. Mudrunner, ist es das Spiel? Ich muss das mal checken. Ja, was ist denn da? Ah, war Mudrunner nicht so geil. Das ist natürlich schade. SnowRunner, so heißt das Spiel genau. Richtig. Ja, habe ich gesehen, dass du es mit Wölfchen immer spielst. Ich weiß nicht, ob der noch hier rumlurkt. Der war vorhin mal kurz da. Auf jeden Fall. Aber freut mich, wenn es noch geil ist, das Spiel. Mega nice. Jetzt muss ich noch kurz checken. Ja, genau. Ja, ich habe es leider nicht geschafft einzuschalten. Ich nehme mir das immer vor, aber irgendwie passt es in der Regel so mit dem Einschalten. Aber ich habe die Woche Urlaub, vielleicht kriege ich es mal wieder hin. Hatte ich auf jeden Fall definitiv mal vor, wieder reinzugucken. So, was machen wir denn jetzt mit den zwei Dudes? Wahrscheinlich müssen wir da irgendwo. Aber hab ich nicht so eine Permission gekauft? Sieht man denn sowas? Welchem Codex? Oh. Ich habe auf jeden Fall so ein Ding gekauft. Steht vielleicht nicht hier drin. Die Consort. Ah, da muss ich mit dem General sprechen. War jetzt so gut. Speak with the Hana. Ah ja, das ist der. Okay. Okay, dann muss ich mal. Ach so. Ah, ich muss wieder mit dem. Okay. Okay, das ist ja dann für später. Gut, das ist auch für später. Dann. Wölfchen! Da bin ich ja wieder. Was sind das denn für eins? Ist das Emoji-Ding? Okay, das heißt, wir müssen mit dem quatschen und ihn dazu bringen, diese Permission zu kaufen. Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language and gave the universe the mass relays. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. What if I purchase the evangelical permit for you? Finances are only a partial limitation.
This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit. I knew it. You're not just evangelizing, you're panhandling. This one desires no charity. It only desires to spread the truth of the Enkindlers. I'll be back. This one will continue to spread its message. Any progress with that Hanar? Sorry, I'll let you know if I come up with something. I don't care what the something is, as long as it rids me of the Hanar. Ah, danke für die Sparks! Vor allen Dingen für die geilen Sparks. Has the CSEC officer been assuaged? The CSEC officer is just doing his job. You're causing ja, trouble. Ja, Mixerliebe ist eh die geilste. This one is too humble to suggest that the ja, Schnitzelliebe kommt ziemlich direkt nach der Mixerliebe. Definitiv. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Alter, dann gebe ich dir halt die 150 Flocken, nervt mich nicht. Finances are only a partial limitation. Blah, this one blah, does not blah, believe blah, that one should pay in order to speak the truth. However, this one also does not possess so the 150 credits necessary to purchase the permit. 150 credits? This should cover you. This is a most appreciated action. You are not of the Hanar, but you wish to help spread the truth of the Enkindlers. This one will not cause any further trouble for the CSEC officer. This one offers its thanks. Heidenai. See, the Hanar is left. Thank you. Somebody needed to set that thing straight, and it obviously wasn't going to be you. You have already demonstrated your ability. I acknowledge it, and I will learn from your example. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Level up! Nice.